Guten Morgen. Ich habe gedacht, ich mache die Woche über mal so ein kleines. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich werde euch jeden Morgen zeigen, wie ich mich geschminkt habe, mit was ich mich geschminkt habe und so weiter. Wir fangen an mit den Nägeln. Ich trage heute von Essence einen Nagellack. So. Und zwar aus dieser Pretty LE in der Farbe Cream Tea for Two. Und der ist so ein bisschen matt. Ja, den habe ich heute auf den Nägeln. Auf den Wangen trage ich, habe hier einen Pickel, nicht beachten, ich zeige euch mal die andere Seite. Einmal von Essence den Highlighter in It's Magic. Das war auch mal eine LE. Sieht so aus. Und als Blush trage ich NYX Terracotta. Sieht schon etwas mitgenommen aus. Aber gerade so für den Sommer einer meiner Lieblingsblushes. Und das ist die Farbe. Ja, das trage ich auf den Wangen. Und nun zu den Augen. Da hole ich euch erstmal etwas näher ran. Also es ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber für die Arbeit finde ich das eigentlich ganz gut. Ich hole euch zurück. Und da habe ich die P2 Palette benutzt. Die war ja mal limitiert, gab es zweimal, glaube ich, sogar limitiert. Das sind die Farben. Und benutzt habe ich die Farbe und die beiden hier unten. Ich swatch die euch mal. Diese Farben. Ja, das sind übrigens neue Ohrringe von Six. Die habe ich mir gestern gekauft und ich bin verliebt. So, jetzt regnet es draußen. Ich habe nur ein bisschen nasse Haare, aber das wird schon gehen. Und ich mache mich mal auf die Socken und wir sehen uns morgen früh wieder. Tschüss! Guten Morgen! Ich bin noch nicht umgezogen. Ich habe noch mein Schlafi-Oberteil an, aber ich bin schon geschminkt. Wollte ich euch mal eben zeigen. Vielleicht fangen wir an mit den Nägeln. Das ist Call Me Princess von Catrice aus dieser Crushed Crystals Reihe. Dieser Lack hier gibt es leider nicht mehr. Ich habe den aber extra noch als Backup gekauft. Mein anderes ist jetzt nämlich auch leer. Und ich finde den einfach so schick. Ja, ich mag den sehr gerne. Und auf den Augen trage ich heute wieder mal die Galaxy Chic Palette. Jetzt wackelt's, von BH Cosmetics. Das Teil hier. Und zwar die Farben. Jupiter, Venus, Saturn, Aphrodite, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die Farbe, das hier und das hier. Und das swatche ich euch natürlich auch noch. Und die Farbabgabe ist der Burner, ihr seht das schon. Ich hole euch auch gleich nochmal näher, damit ihr das nochmal näher sehen könnt. Ich glaube, ich habe ein bisschen Wimperntusche hier so auf dem Augenlid, aber ja, was soll ich sagen. Übrigens habe ich meinen Augenbrauenstift nicht gefunden und musste jetzt dieses Make Me Brow Ding von Essence nehmen. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Es sieht so lückig aus. Lückig? Ist das ein Wort? Wie dem auch sei. Das sind die Farben auf jeden Fall, die ich heute auf dem Auge trage. Ich filme übrigens mit meiner neuen Kamera und ich habe es noch nicht so ganz raus, wie ich so ein bisschen das Licht machen kann. Ich finde, ich sehe ein bisschen orange gerade aus. Weiß ich nicht. Ich habe übrigens heute kein Make-up im Gesicht, weil die Sonne scheint und ich möchte braun werden. Blöd, ne? So, kommen wir zu den Wangenprodukten. Als Highlighter habe ich von Catrice aus der Nude Purism LE den Highlighter genommen. Der sieht so aus. Die Farbe Pure Shimmer Highlighter einfach nur. Der hat eben diese wunderschöne Prägung, wie ihr sehen könnt. Und auf den Wangen habe ich von H&M das Make Me Blush Dingens hier. Und zwar diese beiden Farben. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu hell. Ja, ich swatch euch das. Das sind die beiden Blushfarben. Gemischt. Und das ist der Highlighter. Ja, das war's auch schon. Vielleicht noch kurz zu meinen Ohrringen. Die habe ich bei Six gekauft. Ich hole euch mal näher. Die finde ich nämlich total süß. Und diesen Ring hier habe ich auch bei Six gekauft. Ist eben auch so ein schönes Mint. Ja, ihr Lieben, das war's mal wieder. Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dann! Guten Morgen! Hab noch nasse Haare, aber ich habe gedacht, wir machen das trotzdem mal. Erstmal zu meinem Nagellack.
Ich habe gestern von Catrice einen dieser Luxury Vintage Nagellacken gekauft in der Farbe Minty Memories. Ist an sich eine ganz schöne Farbe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Der hat so einen türkisen Schimmer noch. Und habe ihn natürlich dann gleich gestern lackiert. So sieht er auf den Nägeln aus. So sieht er erstmal auch nicht scheiße aus. Aber ich sag's euch, ich glaube, das ist der schlimmste Nagellack, den ich in meinem Leben lackiert habe. Und das heißt einiges. Ihr seht jetzt hier auf den Nägeln ungefähr 4 Schichten. Er trocknet unfassbar schnell und dadurch... Rick! Wie gesagt, 4 Schichten hat dieser Nagellack bestimmt gebraucht. Er trocknet unfassbar schnell. Das heißt, wenn ihr hier in der Mitte des Nagels seid, ist das hier schon getrocknet, wenn ihr hier seid. Das heißt, ihr habt immer diese Hubbel. Wisst ihr, was ich meine? So Unregelmäßigkeiten am Bauch vom Nagel. Jetzt, wenn er getrocknet ist, von weiter weg sieht es wahrscheinlich nicht so schlimm aus. Wenn man nah hinguckt, hat er überall diese Bobbelchen, wie so kleine Pickel. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, aber ich kann euch diesen Nagellack leider absolut nicht empfehlen. Ich war schon kurz davor, mir heute Morgen die Nägel nochmal neu zu lackieren, weil ich finde es einfach hässlich. Ganz ehrlich. So schön die Farbe vielleicht auch sein mag, leider nicht. So, dann kommen wir vielleicht mal zum Make-up. Beziehungsweise Make-up habe ich gar nicht im Gesicht, sondern Augen. Ich hole euch mal näher. Ich habe heute von Make-up Revolution die, wie heißt sie? Flawless Palette benutzt. So, die sieht so aus. Ja, sieht ein bisschen datschig aus. Ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein beim Öffnen, weil ein Lidschatten ist mir da ja leider kaputt gegangen. Und zwar der hier oben. Was habe ich verwendet? Ich habe Molten Chocolate und Copper Shimmer verwendet. Die swatche ich euch schon mal. Das sind diese beiden schönen Töne. Dann habe ich Highlight verwendet und noch Metal. Wo war Metal? Ist das Metal? Ja. Und diese beiden hier. Also im Endeffekt diese 4 Töne. Der hier sieht sehr weiß aus, aber ich finde, der lässt sich ganz schön so einblenden. Und ja, ich habe den ja am besten mit den Lidschattenfingern jetzt ins Gesicht datschen. Ich habe hier Highlight ungefähr aufgetragen, habe das aber noch ein bisschen verblendet. Ja, das sind die Lidschatten. Und auf den Wangen, irgendwie finde ich, sieht das in der Kamera jetzt gerade ein bisschen fleckig aus. In Wirklichkeit ist es das aber nicht. Habe ich von Catrice den Sunglow Shimmering Bronzing Powder in Shimmering Bronze. Das ist das hier. Ich glaube, er war auf jeden Fall im Standardsortiment. Ich weiß nicht, ob es noch ist. Das sieht so aus. Und dann habe ich von Sleek die Pink Sprint Blush by Free Palette genommen. Die so aussieht. Und habe diese beiden Töne genommen. Ich werde euch das natürlich jetzt auch noch swatchen. Das ist Pink Ice und Pink Parfait. 2 Knallerfarben. Und der Bronzer, den ich als Highlighter genommen habe. Ich swirle jetzt einfach mal so rein. Der sieht so aus. Ja, das habe ich auf den Wangen. Ich habe Hunger, wie ihr hört. Ja, meine Nägel sehen jetzt unter den Nägeln nicht so schön aus von den ganzen Swatches. Aber ja, das habe ich auf den Wangen. Ansonsten Ohrringe. Ich habe die mal letztes Jahr bei Six gekauft. Finde ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, das war's schon wieder. Dann sehen wir uns wieder morgen. Tschüss! Guten Morgen. Es ist Donnerstag und wir starten schon heute nach der Arbeit ins Wochenende. Und ja... Wie habe ich mich heute geschminkt? Was habe ich auf den Nägeln? Auf den Nägeln habe ich heute mal rot. Hatte ich schon echt lange nicht mehr. Das ist Tutu Hot von Essie. Und ja, ist eben so ein knalliges Rot. Und ich mag die Farbe super gern. Und auf den Augen habe ich heute eine Mischung aus Braun, Rot und Blau. Und ich hole euch mal näher. Und das sind die Wangen. Ich weiß, ich bin hier ein bisschen rot überall. Ich trage heute wieder kein Make-up. Die Ohrringe habe ich übrigens von HEMA. Weiß ich leider nicht mehr, wie viel die gekostet haben. Ja, aber das Augen-Make-up gefällt mir eigentlich echt gut heute. Ich zeige euch mal, was ich verwendet habe. Und zwar habe ich von Sleek die Monaco-Palette verwendet.
Das sind diese tollen Farben hier. Und ich habe benutzt Sunset, Midnight Garden und Moor's Treasure. Das werde ich euch natürlich swatchen. Das sind diese drei Farben, die ich auf dem Lid trage. Und ich finde, so senkt man gar nicht, dass die so gut zusammenpassen. Aber ich finde, auf dem Auge sieht das ganz schön aus. Und weiter geht's mit den Produkten. Und weiter geht's mit den Produkten, die ich auf den Wangen habe. Da habe ich erstmal einen Blush von Kiko. Und zwar ist das die 111. Diese tolle Farbe. Und als Highlighter habe ich eine Mischung aus The Balm Betty Luminizer. Und diesem Manhattan-Produkt, das ist Moroccan Sun aus der Glowing Goddess LE. Das ist das hier. Hier habe ich verwendet eher diese unteren drei Farben. Ich gehe da mal so einmal rein mit dem Finger. Das hier ist Betty Luminizer und das ist die 111 von Kiko. Und ja, so sieht das aus. Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass ich jetzt morgen, wenn Feiertag ist, auch irgendwie mich groß schminken werde. Falls nicht, werde ich das extra für dieses Video tun. Und ja, wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dann. Tschüss. Hallo, es ist 1. Mai und wir haben frei. Ich habe mich trotzdem geschminkt. Wie ihr seht, ich habe keine Ohrringe drin und ich habe noch nasse Haare. Ich habe die jetzt einfach mal so geflochten. Auf den Augen habe ich heute etwas blau, etwas türkis, etwas grün. Ich hole euch mal näher. Also mir gefällt das eigentlich echt gut. Man kommt sich immer so dumm vor dann, ne? Und auf den Wangen habe ich auch, ja, ich habe wieder kein Make-up drauf, aber habe ich hier so ein bisschen auch aus der Palette genommen, die ich euch natürlich gleich zeige. Und ich habe einen neuen Bronzer. Also, das sind die Augen. Und zwar habe ich heute benutzt die Monaco-Palette von Sleek mal wieder. Ich habe die auch schon gestern benutzt. Und ich zeige es euch nochmal. Benutzt habe ich Hummingbird, Midnight Garden und Kiwi Zest. Und auf den Wangen habe ich hier den roten Ton, der heißt Magenta Madness. So, ich mache euch erstmal Swatches von den Lidschatten. Bam, oder? Also vor allem dieses Türkis. Der ist eben matt, der in der Mitte. Kiwi Zest. Ja, das ist es. Bevor wir weitermachen mit den Wangen, wollte ich noch zeigen, was ich für einen Nagellack drauf habe. Der jongliert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. So zwischen grün und braun. Er sieht jetzt irgendwie gerade nur grün aus. Auf jeden Fall ist das von OPI Green on the Runway. Ich glaube, der war in der LE. Da könnt ihr sehen, wie der eigentlich jongliert. Ja, ich weiß leider nicht, welche LE. War das die Coca-Cola LE? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall der Nagellack und den trage ich heute. Dann kommen wir zu den Wangen. Ich habe, wie gesagt, einen neuen Bronzer. Der ist von Astor und in der Nummer 202 Summer Love. Erstmal finde ich, dass der unfassbar schön aussieht. Ich habe eben den dunklen Teil ein bisschen zum Abpudern genommen. Wie ihr sehen könnt, ist das eigentlich so meine Hautfarbe. Ich swatche euch das trotzdem mal. Und den Highlighter habe ich eben unter den Augen und ein bisschen auf den Wangen. Das sind die beiden Farben. Und dann swatche ich euch noch eben Magenta Madness aus der Sleek Palette, was ich eben so ein bisschen als Blush aufgetragen habe. Und das ist das. Ja, es ist sehr dezent. Ich wollte jetzt nicht so viel Farbe noch auf die Wangen bringen, einfach weil ich schon ziemlich viel Farbe auf den Augen habe. Lippenstift, ich weiß, ich habe die ganze Woche kein einziges Mal Lippenstift getragen. Liegt aber auch daran, dass ich das einfach im Alltag nicht tue. Und ja, so ist das. Ich müsste mir das wirklich mal angewöhnen, öfter zu benutzen, aber ja. So, das war's. 1. Mai, morgen ist Samstag. Ich werde versuchen, genau wie heute auch wieder was zu schminken. Und ja,
Ich hoffe, das Video gefällt euch bisher und bis morgen. Hallo, willkommen zum letzten Tag dieser Serie. Es ist Samstag. Ich weiß nicht, morgen werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so viel machen und mich wahrscheinlich auch nicht schminken. Heute ist es auch sehr minimalistisch, würde ich behaupten. Ich habe eigentlich nur Kajal und Wimperntusche und ein wenig Rouge, den man jetzt aber so nämlich, glaube ich, gar nicht so gut sieht. Hier vielleicht ein bisschen besser. Ich zoome euch mal ran. Bisschen Kajal und Blush. Kein Rouge. Kein Highlighter, kein irgendwas. Und ja. Als Kajal habe ich verwendet von Essence diesen hier. Das ist die Farbe Steel Smooth. Und das ist eine ziemlich coole Farbe. Ich weiß nicht, ob es den immer noch nur bei Müller gibt oder mittlerweile auch bei DM. Könnte aber sein. Ja, Nägel erstmal. Oh mein Gott, diese Farbe ist der Hammer. Ist aus der Essence Hashtag Secret Party LE. Diese Farbe. Pink Up Your Life. Oh ja. Ja, ist eine tolle Farbe, auf jeden Fall. Und auf den Wangen, wobei man es hier besser sieht, habe ich von P2 aus der Beauty Go Safari LE den Savannah Sunset Duo Blush in der Farbe Summerly Rush. Ich finde die Verpackung nicht schön. Ich finde, die sieht ein bisschen ramschig aus. Hinten ist die so orange, vorne gold. Ja, und das ist die Farbe, beziehungsweise die beiden Farben. Ich habe die gemischt. Das swatche ich euch natürlich noch. Das sind die beiden separat geswatcht. Und hier habt ihr dann gemischt. Und das ist eine super schöne Farbe, finde ich. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mal so jeden Tag zu sehen, wie ich mich geschminkt habe, meine Nägel habe und so weiter. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!